Da steht Taki Inoue, das Aus für den Footwork. Viel Rauch um nichts. Er lag auf Platz 18. Rauch um nichts ist vielleicht ein bisschen untertrieben, denn das kostet viel Geld, so wie das aussieht. Der Motor ist ein Kapitalschaden, also im wahrsten Sinne des Wortes ist das Kapital von Arrows wieder ganz schön stressen. Hier wird noch ein Streckenposten überfahren vom eigenen Auto. Und das kennen wir irgendwoher, denn die ungarischen Sicherheitsbeamten mit diesen Uralt-Autos, ich glaube Volgograd oder wie die auch immer heißen mögen, sind etwas unorthodox unterwegs. Wir haben vor 2 Jahren hier schon mal einen Unfall gefilmt mit einem der Mädels, die Fahnen bei der Startaufstellung rumtragen. Also die Herren mit diesen Autos sind mit Vorsicht zu genießen, falls sie irgendwann mal nach Ungarn kommen sollten. Und die Chance dürften sie kriegen, denn es sieht so aus, als würde hier in der Zukunft weitergefahren, dann seien sie bitte vorsichtig. Und der Abstand 13 Sekunden, 13,9 Sekunden, der wurde also erheblich geringer. Hier nochmal jetzt in der Zeit, was da passiert, er läuft weg und er kann nicht mehr bremsen im Gras. Dann läuft er wieder zurück und wird gleich beide angefahren. Ja, ein bisschen gucken müssen sie auch, ja, das hat ein bisschen wehgetan an der Seite. Und das war halt auch kein Streckenposten, sondern es war Taki Inoue. Und der entwickelt sich so ein bisschen zum Pechvogel hier. War im Training schon mal draußen und er hatte ja auch schon einen Unfall in Monte Carlo. Da wurde er ebenfalls von einem Sicherheitsfahrzeug über den Haufen gefahren. Da war es ein Safety Car, das da in Rallye-Manier um die Strecke driftete. Und Inoue wurde abgeschleppt in Monte Carlo und von diesem rennfahrenden Sicherheitsfahrzeug gerammt. Und Coulthard ist der Erste von den großen Dreien. Wir möchten noch einmal eingehen auf einen Zwischenfall, der vor einigen Runden passierte. Das Ausscheiden von Inoue mit dem Footwork Hard. Und der Japaner, der dann einen Feuerlöscher holen wollte, wurde von einem Streckenfahrzeug überfahren. Hier nochmal die Szene nachgeliefert. Da rollte er ab, hat sich dabei wehgetan, hat sich verletzt, blieb eine ganze Weile liegen. Und wir sind bei solchen Fällen natürlich immer für Sie um Aufklärung bemüht. Und deshalb jetzt runter zu Kai Ebel in der Boxengasse mit einem Gesprächspartner. Ja, denn bei mir steht John Paris. Was ist denn genau passiert? What happened to Taki? Well, as far as I know, he was hit. Soweit ich das sagen kann, wurde er von einem der Streckenfahrzeuge angefahren, nachdem er stehen blieb. Er wird jetzt gerade mal durchgecheckt vom Arzt. Scheint, dass das Bein was abgekriegt hat und dass er vielleicht noch mal ins Krankenhaus muss, um das intensiver zu untersuchen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Also mehr weiß ich auch nicht. Ich habe gehört, er hat keinerlei Brüche. Können Sie das bestätigen? Could you confirm he has no bruises or something? Also ich kann Ihnen bestätigen, er hat schon eine schlimme Verletzung am Bein, aber Brüche wohl nicht. Thank you. Wir gehen wieder ab. Also Glück im Unglück für Taki Inoue. Ja, so schlimm sah der Anfall eigentlich nicht aus, also hoffen wir, dass er nicht allzu viel passiert ist.